Und manchmal wird man auch gefragt, so, wie lange sind Sie denn schon hier oder wie finden Sie das Wetter hier so? Ist es sehr kalt hier in Deutschland oder Sie sprechen aber gut Deutsch? Naja, schon ein bisschen anstrengend. Weißt du, meine Farbe ist immer ein Thema. Also bei mir sagen die manchmal Schokolade, aber für mich wäre das, weil die meinen das manchmal, die meinen das nett zu mir. Die finden das immer so lecker, die Schokolade. Rassismus beginnt da, wo es wirklich anfängt, andere auszuschließen oder andere irgendwie anders zu behandeln. Und ein Mann. Und wir waren in den Bus und ein Mann hat also uns gesagt, also sie Ausländer, sie kommen hier, sie nehmen unseren Job. Wenn die dann beleidigend werden, wie raus aus Deutschland oder ihr habt hier keinen Platz, dann weiß man auch selber nicht persönlich, wie man damit umgehen soll, weil ich finde sowas dann halt nicht sozial. Wir Ausländer haben keine Chancen gegen die Polizei. Es ist nicht alles so, aber meistens. Wenn wir mit langen Haaren, Bart in Bayern rumlaufen, werden wir auch die ganze Zeit von der Polizei aufgehalten und nach Drogen kontrolliert. Weißt du, manchmal die S-Bahn oder U-Bahn ist voll und dann stehst du hinter jemandem und dann der greift dein Portemonnaie oder keine Ahnung. Man fühlt sich wie ein Dieb. Was glauben Sie, mit welchem Vorurteil habe ich am meisten zu kämpfen? Ausländer, Herkunft, schlechtes Benehmen, weil ich selber denke nicht so. Mein erster Blick ist so erstmal cooler Typ, geile Frisur, gefällt mir sehr gut. I can't. Really sorry, I don't know. Jeden Tag erwische ich mich, wie ich selber für andere Menschen Vorurteil habe, egal ob es eine andere Klasse ist oder eine andere Rasse, sag ich mal. Bildung mit Sicherheit, viel verreisen, mit Leuten in Kontakt treten. Einfach mehr Toleranz zeigen gegenüber seinen Mitmenschen. Was uns alle verbindet, ist unser Herz für Menschen. Wir gehören alle in die Welt, sonst wären wir da nicht hier drauf. Auf das Ding.